Also mein Mann hat es nicht verstanden, meine Emotion, aber vielleicht könnt ihr es verstehen. Guten Morgen! Ja, der Morgen, der fängt nicht ganz so gut an. Mein Mann hat mich gerade angerufen und mir gesagt, dass eine Bank bei uns überfallen wurde. Es ist unglaublich. Ich habe mich nämlich schon die ganze Zeit gewundert, warum der Hubschrauber hier so nah bei uns fliegt. Und das Ganze beunruhigt mich jetzt natürlich total. Da draußen laufen schließlich meine Kinder rum. Und ich frage mich halt ernsthaft, wie verzweifelt man sein muss, wenn man sowas macht. Also viel Hirn kann man ja nicht haben. Die Brücken wurden schon abgesperrt. Hier fährt die ganze Zeit die Polizei rum. Also unglaublich, wie viele Einsatzkräfte hier rumfahren. Die suchen die jetzt natürlich. Und dieser Hubschrauber, der beunruhigt mich jetzt derartig. Das kann ich euch gar nicht beschreiben. Ich hoffe, dass der jetzt einfach nur runtergeht, die schnappt und wieder abzieht. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Also ich mache ja um diese Geldtransporter, wenn die vor der Bank stehen, auch immer einen riesigen Bogen, weil ich da echt Angst habe. Das hatte ich euch auch mal auf Instagram erzählt und ganz viele haben mir zurückgeschrieben, dass es ihnen genauso geht. Wobei mir auch welche geschrieben haben, dass deren Männer bei diesen Firmen arbeiten und dass das alles abgesichert ist und dass da ja gar nichts passieren kann. Aber ganz ehrlich, wäre ich jetzt zum Beispiel in der Bank gewesen, ja, da wäre jetzt echt Alarmstufe rot sozusagen. Also ich hoffe, dass da keine Kundschaft drin war in der Bank. Ja, ich werde heute im Laufe des Tages auf jeden Fall mehr erfahren. Ja, das macht jetzt sofort die Runde hier, was da los ist. Es ist unglaublich. Und dieser blöde Hubschrauber, der fliegt da immer noch rum. Ich sehe den genau vor mir. Ich habe voll die Gänsehaut. Ich habe da so Angst. Ja, naja, ich wollte heute sowieso vloggen, wollte euch eine Runde mitnehmen. Habe wieder einiges geplant und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und ich hoffe jetzt einfach mal für mich, dass die schnell geschnappt werden. Wie doof kann man das sein? Echt. Naja, egal. Also ich mache mich jetzt zurecht, mache meinen Haushalt und wünsche euch, wie gesagt, ganz viel Spaß bei diesem Video. Los geht's. Jetzt habe ich mal den Windeleimer sauber gemacht. Also ich habe einfach ein bisschen von dem Mittel hier reingesprüht. Ganz egal, das ist eigentlich für die Küche, aber ist ja wurscht. Jedenfalls muss es natürlich auch regelmäßig sauber gemacht werden. Den habe ich euch auch schon mal gezeigt. Ich kann euch den wirklich ans Herz legen. Also ich habe den bei Amazon gekauft, da war er günstiger. Der ist von Kidsmill und ja, total praktisch. Einfach hier, ne, so die Windel rein und dann zack, verschwindet sie da rein. Und ich trockne den jetzt ab. Ich habe hier meine Tücher schon bereitgelegt. Nicht wundern, die sehen so aus. Da habe ich einfach ein altes Bettlaken zurechtgeschnitten, weil ich das nicht wegwerfen wollte. Und ja, da nutze ich dann immer das Ganze zum Putzen. Ich trockne den jetzt ab und dann kommt er ins Kinderzimmer. Und dann wird hier noch der Boden gewischt. Der sieht nämlich auch aus wie die Sau. Sind wir mal ehrlich. So, jetzt ist er wieder frisch. Und Bella, was meinst du? Gut? Ist er jetzt gut? Also, jetzt kommt er ins Kinderzimmer. Oh mein Gott, Leute, es hat gerade an der Tür geklingelt und ich bin schon wieder leicht in Panik verfallen, weil mir keiner geantwortet hat bei der Freisprechanlage. Aber ich bin jetzt trotzdem mal runter und habe geschaut. Das stand jetzt bei mir vor der Tür. Ja, gucken wir mal, wer mir das gebracht hat. Super anstrengend, gerade alles mit einer Hand hochgetragen. Ich habe nämlich auf dem anderen Arm den Liam, aber ich konnte es unten nicht abwarten. Ich wollte natürlich schauen, wer mir sowas Tolles vor die Tür stellt. Deshalb habe ich mir die Karte unten schon durchgelesen. Das ist von meiner Freundin Anna. Richtig, richtig schön und so, so lieb, was sie geschrieben hat. Ich habe mich jetzt gerade wirklich so riesig gefreut. Sie hat sogar im Urlaub an mich gedacht und hat mir ein wunderschönes Armkettchen mitgebracht mit einem Lebensbaum. Passend zu meiner derzeitigen Lebenssituation fand ich das sehr, sehr schön, dass sie eben da auch an mich gedacht hat. Ansonsten noch was zur Entspannung, nachträglich zu meinem Geburtstag und was Süßes für die Nerven, auch aus Mallorca. Frisches Obst aus ihrem Garten, unbehandelt, mega cool, freue ich mich jetzt riesig drauf. Werde ich jetzt schön waschen, dann freuen sich auch die Jungs. Und sie hat mir noch Minze vorbeigebracht, sie hat scheinbar ganz, ganz viel in ihrem Garten, was ich richtig cool finde im Sommer. Kaltes Wasser, eine Limette aufgeschnitten und frische Minze rein. Lecker, wunderbar, mache ich jetzt auch gleich. Und hier sind noch Johannisbeeren aus ihrem Garten. Da wird sich der Max mit Sicherheit freuen, der liebt Johannisbeeren. Und ja, so viel zu meinem Paketchen. Polizei fährt draußen immer noch rum, ich höre sie gerade. Aber ja, so viel dazu erstmal. Ich mache jetzt hier mal weiter und melde mich später. Oh mein Gott, wie schön ist bitte dieses Armkettchen.
Armband. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Auf jeden Fall ist es wunderschön, wirklich. Ich freue mich da so drüber. Das bleibt jetzt auf jeden Fall schon mal an. Voll schön. Max ist gerade von der Uni heimgekommen und hat erzählt, dass er komplett gefilzt wurde. Rucksack aufmachen und so. Fand er natürlich nicht so prickelnd, der Max. Naja, die Anna hat dir Johannisbeeren gebracht. Schau mal. Ja, der freut sich auf der Liam, ne? Ja. Max gerade nice. Sehr gut. Was machst du jetzt? Ist die nächste Bank überfallen. Der ist so frech. Max, nicht schön. Nicht schön, Max. Jungs wollen jetzt ins Schwimmbad. Bereite ich denen mal eine Kühltasche vor. Ich habe immer noch Angst, der Täter wurde immer noch nicht gefasst. Naja, gut. Die Teile hebe ich übrigens auf, ne? Hatte ich euch schon mal erzählt. Packe ich dann immer ins Gefrierfach und ja, werden wiederverwendet. Jetzt kommen da zwei Flaschen Wasser drauf. Ist nämlich ultra heiß heute. Und dann haben sie was Kaltes zum Trinken im Schwimmbad. Ich habe jetzt heute Morgen die Betten abgezogen, alles gewaschen und durch das schöne Wetter ist jetzt auch alles trocken. Jetzt bügel ich das Ganze und beziehe die Betten frisch. Ja, ich bügel in der Küche jetzt ganz schnell, weil ich mein Bügelbrett und mein Bügeleisen in der Speis habe und das nicht alles durchs halbe Haus tragen möchte. Also nicht wundern. Und ja, jetzt bügel ich schnell noch eine Runde und dann geht's weiter. So machen wir's. Und hier präsentiere ich euch feierlich meine Bügelwäsche. Jawohl. Und das ist noch gar nichts. Der andere Teil ist da unten im Wäschekorb. So, Freunde der Nacht, da bin ich wieder. Nicht wundern, das ist meine Begrüßung auf Instagram, kleiner Insider. Es ist jetzt schon spät am Abend. Mir ist heute Mittag leider die Kamera runtergefallen, sodass ich jetzt erstmal schauen musste, dass ich die wieder hinbekomme. Aber es scheint zu funktionieren. Deshalb nicht wundern, dass jetzt so viele Stunden dazwischen waren. Ich hatte heute Mittag die Kissen raus zum Lüften, werde die jetzt noch beziehen. Die Betten sind schon frisch bezogen. Und ich würde sagen, ich blende euch jetzt mal die Sequenzen ein, die ich letzte Woche bei Göstes Hochzeit mitgefilmt habe. Und zwar war das meine allererste türkische Hochzeit, eben von der Göste und dem Timo. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so eine wunderschöne Braut gesehen, also ein ganz, ganz wunderschönes Brautpaar. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir waren ja Brautjungfern, also die ganzen Mädels und ich. Unsere Gruppe kennt ihr bestimmt. Und ja, wir sind nach Köln gefahren. Und es war richtig, richtig schön und ich würde sagen, diese Sequenzen blende ich euch jetzt mal ein. Ich habe euch da ein ganz kleines bisschen mitgenommen und ja, wünsche euch dazu jetzt schon mal ganz viel Spaß. Es ist wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem Tag. Ich habe den Tag sehr genossen und ja, damit ihr das zerlaufene Make-up jetzt nicht länger ansehen müsst, blende ich euch das ein und im Anschluss zeige ich euch, was der Liam bekommen hat. Das ist so, so schön. Eine wunderschöne Erinnerung. Kann ich euch wirklich nur empfehlen und ans Herz legen. So was Schönes, wirklich. Ich habe, also mein Mann hat es nicht verstanden, meine Emotionen, als ich das Paket ausgepackt habe, aber vielleicht könnt ihr es verstehen. Also jetzt zeige ich euch erst Göstes Hochzeit und dann sehen wir uns gleich wieder. Thank you.
mal hierher geholt. Das zauberhafte Stück, worüber ich mich so gefreut habe. Ich habe es ja schon angekündigt. Und zwar ist es eine Krabbeldecke für den Liam, personalisiert. Und das ist wirklich eine Erinnerung fürs Leben, meiner Meinung nach. Wenn der Liam älter wird und dann auch älter ist, dann hat er eine wunderschöne Erinnerung zum Kuscheln, jetzt zum Krabbeln. Und ich habe mich so riesig gefreut, als das Paketchen angekommen ist. Und zwar ist die Decke von Stoff. Die ist wirklich super hochwertig und auch schön dick, damit er ja gut gepolstert hier liegen kann. Ich habe mir so ein Schäfchen ausgesucht. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Könnt ihr wirklich ganz individuell bestellen. Eben auch, wenn ihr möchtet, personalisiert. Und das wollte ich euch unbedingt in diesem Video zeigen, weil ich diese Firma super gerne unterstützen möchte. Ich bekomme dafür kein Geld, keine Sorge, das ist keine bezahlte Produktplatzierung. Aber mir ist es eben wichtig, gerade solche Shops eben zu unterstützen. Ich habe ja auch noch eine kleine Decke, die ist allerdings nicht personalisiert, denn da wussten wir ja noch nicht, ob wir ein Mädchen oder einen Jungen bekommen und somit war der Name natürlich auch nicht festgestanden. Und jetzt freue ich mich wirklich riesig. Mein Mann konnte das Ganze, wie gesagt, nicht so ganz nachvollziehen, aber ich glaube, das ist so ein Frauending, ne? Ja, die Ecke ist gerade ein bisschen... So, jetzt sieht es schöner aus. Jawohl, wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Und wie gesagt, ich beziehe jetzt hier noch die Kopfkissen. Die sind ja hier von Simple Sleep. Das eine ist eben ein Zirbenkissen und das andere ist wieder mit Lavendel. Wartet. Und das hier ist eben ein Lavendel-Zirbenkissen. Jawohl, ich habe zwei verschiedene Sorten. Hatte ich euch auch mal auf Instagram gezeigt, den Shop. Das ist die liebe Nicole. So kommt das Ganze an. Der Liam hat nämlich jetzt auch noch so eine schöne Decke bekommen. Und zwar eine Lavendel-Kinderträumer-Decke. Ich werde mir das alles dann noch durchlesen. Werde euch da auch noch mal auf Instagram drüber berichten. Auch die liebe Nicole macht es wirklich sehr, sehr schön. Sie versucht da eben etwas ganz Tolles aufzubauen, was sie meiner Meinung nach schon geschafft hat. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Den Shop kann ich euch auch gerne unten in der Infobox verlinken. Auch das ist wieder keine bezahlte Produktplatzierung, keine Sorge. Aber wie gesagt, ich mag das einfach, solche Shops zu unterstützen. Frauen, die eben an ihrem Lebenstraum arbeiten, sich selbstständig machen. Und ja, da freue ich mich dann eben, wenn ich die ein klein bisschen unterstützen kann. Da könnt ihr, wie gesagt, mal vorbeischauen, falls euch sowas interessiert. So, meine Lieben, das lag mir eben sehr am Herzen, dass ich euch diese beiden Shops hier noch vorstelle, dass ich euch das zeige. Ich freue mich wirklich riesig über die Decke. Die Kissen, die habe ich jetzt bestimmt schon 8 Monate und finde die super genial. Die Jungs haben auch welche in ihren Zimmern. Also jeder meiner Söhne hat so ein Kissen und ich bin wirklich total begeistert. Und wie gesagt, deshalb wollte ich es heute unbedingt mal in dieses Video reinpacken. Alle Infos zu allem, was ich euch heute gezeigt habe, unten in der Infobox. Und ansonsten wollte ich euch noch sagen, dass der Bankräuber nicht gefasst wurde. Ja, und wir haben es jetzt 21.30 Uhr. Also wir schauen immer in den Nachrichten, was da los ist. Aber ja, scheinbar ist er noch auf der Flucht. Okay, läuft bei uns. Ja, ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und jetzt würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch an dieser Stelle. Ich hoffe, dass es euch das Video gefallen hat, dass ich euch wieder ein kleines bisschen mitgenommen habe durch meinen Tag. Und jetzt werde ich mich abschminken, weil das wirklich heute richtig heftige Temperaturen waren, worüber ich mich natürlich total freue. Also jeder, der sich jetzt beschwert, ja. Bald kommt wieder der Herbst. Und dann beschweren sich wieder alle, wie kalt es ist. Ja, aber es war schon sehr, sehr heiß. Aber ich bin es ja gewohnt. Okay, meine Lieben, also ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!